Auf Jatzlaus kleiner Farm ist wieder mal Welpengroßeinsatz. Praktikantin Esther bringt die Kleinen zur ersten Behandlung bei Antje Jatzlau. Die Tierärztin ist inzwischen ein absoluter Sissi-Fan. Setz mal hier drauf. Sissilein. Hallo, meine Süße. So, das ist jetzt das erste Mal, dass die in der Praxis auf dem Tisch sind. Deswegen machen wir jetzt hier ein bisschen Hype mit denen. Ja? Mhm. So, alles ist gut, es ist super hier und überhaupt wirst du ja gar nicht gepiekst. Und man kann sich beim Tierarzt ja grundsätzlich wohlfühlen, dass die einfach nur Positives damit verbindet. Sissi ist mein Favorit. Echt. Aber eigentlich sind sie alle total süß, ne? Naja, nee, aber die ist echt so ein bisschen ruhig. Du bist mein Liebchen, weißt du das schon? Ja, Sissi ist zum Beispiel so ein Kandidat, wo ich mir total gut vorstellen kann, dass die mal das Zeug zu einem Assistenzhund hat. Weil die ist vom ganzen Wesen her super. Die hat vor nichts Angst. Die ist trotzdem nicht draufgängerisch. Und sie fängt jetzt schon an, mir irgendwelche Gegenstände zu bringen. Und die ist gerade mal 7 Wochen alt. Und das ist eigentlich perfekt. Aber gut, ist noch ein langer Weg bis dahin, ne? Fleißeifersüchtig ist klar. Die liegt jetzt da drunter, weil sie von mir halt das Kommando gekriegt hat, du liegst jetzt da drunter. Und jetzt im Moment hat sie gerade ein echtes Problem, weil ich jetzt hier mit Sissi rummache. Und sie hat jetzt schon durch ihr Gehen, was sie mir da unten vorgemacht hat, und Schwanzwedeln und sich hin und her legen, so versucht irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Wenn ich jetzt so mal kurz sagen würde, Fly, kannst du? Und alles ist gut. Guck mal, Fly, Fly, guck mal hier, das ist die Sissi. Und wenn ich jetzt mal übersetzen darf, dann sagt die Fly gerade, Sissi finde ich doof. Ne, Fly? Oder was? Komm mal hier. Du bist überhaupt die Beste. Du bist mein bester Hund. Na? Ja. So, und jetzt gehst du wieder auf deinen Platz. Fly, auf deinen Platz. Fly, auf deinen Platz. Brav. Alles ist gut. Und dann gucke ich mir dann schon mal die Öhrchen an. Bei den Öhrchen, bei den Welpis ist immer ganz wichtig, dass sie nicht entzündet sind, also dass sie nicht rot sind. Entzündet sie sich da kratzen. Sind sie nicht so schnell, aber dass sie sauber sind. Ja. Ja, dass sie wirklich sauber sind. Die Äugelchen sind gut. Na, da ist nichts entzündet. Ist sich alles gefallen. Jetzt gucken wir mal nach den Zähnchen. Die Milchzähnchen. Alles Milchzähnchen. Süß. Und die Gebissstellung ist mir auch immer wichtig, die ist ganz in Ordnung, ne? Jo, guck mal. So, jetzt lenkst du sie genauso wie ich, mit so ein bisschen Babysprache, ne? Ja. Lenkst sie einfach ein bisschen ab in der Zeit. Hier hast du noch 2 Leckerlis. Zieh ich die Spritze auf für die Impfung, okay? Ja, freu dich. Ja, freu dich. Alles ist super, ja. Wogegen wird die dann geimpft? Die werden gegen Staub, Hepatitis, Leptospirose, Parvovirose, Zwingerhusten, Tollwut. Aber bei der ersten Impfung machen wir nur einen Teil davon. Ja? Weil das sonst zu viel ist für die. Genau. Und die werden dann halt einfach jetzt öfters geimpft. Und dann müssen sie nochmal, aber dann sind sie in der Regel schon beim neuen Besitzer, müssen sie nochmal eine Wiederholungsimpfung kriegen. Mhm. Ja? Süß, ne? Mhm. Während Antje Jatzlau in der Praxis auch die anderen Welpen impft, ist Gesche Teufsen unterwegs, um mit Hündin Motte an der Straße zu üben. Das hat Antje als Trainerin ihr als Hausaufgabe gegeben. Motte. Beim ersten Training wollte der Hund am liebsten auf jedes Fahrzeug losgehen. Und Gesche war so hektisch, dass sie Motte nicht beruhigen konnte. Bei Antje Jatzlau dagegen blieb der Hund ruhig. Also bislang war ich mit Motte ja eher so an der Essener Straße, sprich bei Frau Jatzlau, hab da geguckt. Hab das so gemacht, dass ich langsam peu à peu an die Straße rangegangen bin und möchte jetzt heute eigentlich gerne zu einer etwas befahreneren Straße kommen und dann sehen, was Motte dann macht. An der großen Straße gibt es viele Herausforderungen für Motte und die Hundebesitzerin weiß schon, was sie erwartet. Sie wird schon ordentlichen Hype haben auf diese etwas engere Situation, auf die vielen Fahrzeuge, unterschiedlichen Fahrzeuge. Es ist laut da, also vom Straßenlärm her auch. Ich denke, da wird sie schon abgehen.
Ich muss es probieren. Keine Ahnung. Motte zieht wie immer und will offensichtlich zur Straße. Frau Teufsen versucht, sie abzulenken und auf sich aufmerksam zu machen, wie Antje Jatzlau es ihr erklärt hatte. Langsam, Motte, langsam. Rein. Komm mal her, sitz. Erst sitz, komm. Motte, sitz. Ah. Gut. Okay. Langsam. Guck. Rein. Nein. Brav. Hier. Rein. Okay. Dann geh mal auf rechts. So. Nein, Motte, rechts. Super. Motte, rechts. Brav. So ist das besser. So ganz sicher kann man nicht sein, wen Frau Teufsen da gerade beruhigt. Den Hund oder doch sich selbst. Gut machst du das, Motte. Ja, gut. Brav. Eine Motte. Also ich habe mir halt überlegt oder vorgenommen, besonders zu beherzigen, dass Frau Jatzler sagt, ich muss entspannt bleiben. Ich muss sie auf mich konzentrieren, da nehme ich mir die Leckerlis zur Hilfe. Das geht nicht ohne, das kann ich nicht anders. Und dann eben immer wieder mich selber runterholen, Tempo langsam halten. Also ich hoffe, dass ich nicht schnell werde, um selber eben dann auch keine Hektik reinzubringen. Und mit ihrer Leckerli-Strategie klappt das heute sehr gut. Motte geht brav bei Fuß. Immer wenn sie zur Straße will, lenkt Frau Teufsen die Aufmerksamkeit auf sich, wie im Training mit Antje Jatzlau besprochen. Gesche Teufsen ist sichtlich erleichtert. Ich bin mega stolz, also das mal vorab. Ich finde, was Straßenverkehr anbelangt, Motte, hervorragend. Wir hatten Motorräder, wir hatten Roller, wir hatten Lastwagen, Autos. Ich meine, das war echt toll. Sie hat mich angeguckt. Motte, hi, bye. Aber zu früh gefreut. Motte lässt gelassen ein Motorrad vorbeifahren, aber sie sieht da was. Motte, Platz. Und diesem anderen Hund will sie gleich an den Kragen. Auch das Problem kennt Gesche Teufsen schon zu Genüge. Nein. Ey. Sitz. Sitz. Hörst du wohl auf damit? Jetzt habe ich wieder mein Problem, dass Motte zwar das Motorrad hat passieren lassen, aber ich hatte große Mühe, sie zu mir zurückzukriegen, als wir dem Hund begegnet sind. So geht das nicht. Das kann ich nicht aushalten in der Stadt. Wenn die jeden Hund anbellt, das geht gar nicht. Also Stadttraining mit Frau Jatzlau ist angesagt. Während Gesche Teufsen das nächste Hundetraining fast herbeisehnt, stehen auf Jatzlaus kleiner Farm wieder lästige Bauarbeiten an. Antje hat Farbe für den Kuhstall ausgesucht und Praktikantin Esther muss erst mal wieder ran und die Grundierung streichen. Ja, ich pinsel ja schon einige Stunden, aber man sieht auch schon Fortschritte, also im Vergleich zu vorher. Na? Sieht schon ganz gut aus. Ja, ich arbeite ja auch schon lange, ne? Geht das gut mit der Farbe oder ist ja. Das? Ja, auch diese ganzen Unebenheiten und Löcher tupfen und weiß ich nicht ja, was. Ja, mit dem kleinen Pinsel geht das eigentlich. Gut. Es geht ja schon gut weiter hier und ich freue mich, dass man jetzt endlich was sieht. Wir haben jetzt so lange hier in diesem einen Stall gearbeitet. Und wenn jetzt noch die Endfarbe drauf ist und das richtig schön fröhlich für kindergerecht leuchtend aussieht, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja, ist auch schon. Super. Schon ein ganz schöner Unterschied, ne? Da und da. Wobei das ja nur die Vorstreichfarbe ist. Ne? Das wird ja dann noch schöner. Und dann machen wir weiter. Ne? Ich bin draußen. Okay, bis später dann. Tierärztin Antje Jatzlau macht sich auf zu einem Hausbesuch. Der Ziegenbock Yoshi frisst seit 2 Tagen nicht mehr. Besitzerin Jennifer Jung wartet voller Sorge auf Antjes Diagnose. Mit einer Blutprobe will sie herausfinden, was der Ziege fehlt. Was Ziege Yoshi hat und ob Antje Jatzlau etwas tun kann, das erfahren Sie morgen in unserer Serie Jatzlaus kleine Farm.